So, mir fällt das noch ein hier beim Geschäft von Konrad hier in Frankfurt. Also im Geschäft und auch noch in dem alten Geschäft. Also das alte war nicht bei der Konstablerwache. Und da hat man mir immer gesagt, wenn ich dann was gekauft habe, aha, Sie wollen das und das und das machen. Da habe ich mich immer so sehr gewundert. Also es könnte gleichzeitig eine Aufwertung gewesen sein der Verkäufer. Da merkte ich ja sofort, dass sie keine Ahnung haben. Aber es könnte auch gleichzeitig eine Abwertung sein meiner Ideen, die man natürlich gleich wieder zu Patenten machte und für andere Sachen benutzte. Und gleich Stasi-intern weitergab. Ne, wenn sie nicht zu Patenten zu machen waren. Weil wir mussten natürlich sehr, sehr viel improvisieren. Auch mit Reparaturen vom Radio und all sowas. Beziehungsweise mit Fernsehempfang in der ersten Zeit und so. Habe ganz neue Antennen gebaut. Und so weiter und so fort. Und man hat mir dann gleich gesagt, wozu ich denn eben den Kupferdraht brauchte. Beziehungsweise den Verstärker, den ich selbst gebaut habe. Warum ich mir nun gerade den Lithium-Ionen-Akku kaufte. Als kleinen Zwischenspeicher für bestimmte Sachen im Verstärker. Das möchte ich jetzt nicht so eingehen. Das sind meine Ideen. Da habe ich mich so sehr gewundert, dass wir es wussten. Ich kann im Moment nicht einschätzen, ob man diese Verkäufer aufwerten wollte, dass wir ich immer wieder hingehen, weil sie uns das so gut im Griff hatten. Oder ob das nur eine Maßnahme war, meine Leistung herabzusetzen. Damit ich das gar nicht erkenne, dass ich nur alleine sowas konstruieren kann. Einfach so aus dem Kopf heraus, so wie mir gerade ist. Ohne dass ich noch die richtige Fachliteratur habe, ne, Schüler? Ja. Möchtest du, dass ich kurz ausmache? So, und das ist uns auch passiert, und zwar noch in Höchst. Wie hieß die Straße? Bahnhofstraße direkt, ne? Die da lang ging. Wo der Bus auch lang fuhr. Gegenüber war da auch so ein Laden, so ein Art Tante-Emma-Laden, wo wir den immer eingekauft haben, ne? Das war, glaube ich, sogar die Bahnhofstraße, ne? Na, jedenfalls müsste jeder alte Höchster in Frankfurt noch wissen, dass da, wenn man beim Bahnhof rauskam, da vorne, ne, also auf der Stadtseite, ne, aus dem Tunnel, wo die ganzen Geschäfte gleich beginnen und so, ich weiß nicht mehr, wie es richtig heißt, die Richtung, also es ist, müsste so Richtung Süd gewesen sein ungefähr, ne? Richtung Main. Dahlbeckstraße wahrscheinlich. Dass es da ein Elektrogeschäft gibt, noch ein richtiges altes Elektrofachgeschäft gab es da. Das hat sich natürlich auch nicht mehr lange halten können. Da haben wir beispielsweise unsere ersten Kerzen gekauft. Und auch dort habe ich einige andere Elektrosachen gekauft, weil ich nicht dahin hinkam, weil ich diese Schmerzen hatte. Und auch dort hatte mir dann der junge Mann gleich gesagt, wofür ich es brauche. Was natürlich nicht möglich ist. Ich habe mich total gewundert. Habe aber weiter nicht zugesagt. Hat also von der Stasi nicht geklappt. Wahrscheinlich waren wir sowieso in der Hypnose, aber das hat mir natürlich gemerkt, weil es fiel mir auf. Weil ich mag sowas nicht, wenn andere meine Ideen haben. Das ist immer verdächtig, ne, Martin? Ja. Also, ja, Drogenproblem, ne? Geht wieder los. Also, hat das nicht unbedingt was mit Konrad zu tun und mit dem Laden. Aber der Angestellte äußerte dann sowas. Ja. Es ist ein bisschen komisch und schön, dass wir uns daran auch erinnern können. So, und möchte denn sagen, dass wir gedenken, wenn keiner darauf reagiert, dass es dann nochmal schriftlich kriegen per E-Mail, dass wir uns dann immer an eine Geschäftsleitung wenden, ne? Dass das natürlich die Bettelei auch hochkommt auf der Homepage. Weil ich sehe nicht ein, nur weil man hier total korrupt ist und weil ich hier nicht jeden Kleinen kriegen kann, dass ich sie nicht doch darüber zur Kasse bin. Ne? Ja. Dass das denn die Geschäftsleitung uns dabei unterstützt, ne, Nadine? Ja. Weil auch die Geschäftsleitung hat ja Möglichkeiten. Und da kann man sich nicht mehr so einfach rausdrehen. So.